Es heißt ja immer so schön, last but not least, haben wir nochmal ein richtig spannendes Projekt hier. Und zwar ein Story-Based Training. Allein die Kategorie offenbart schon, dass man im E-Learning-Bereich nicht alles in einzelne und absolut unumstößliche Kategorien unterteilen kann. Es gibt Game-Based Learning, Serious Gaming und so gibt es auch den Aspekt Story-Based Training. Hier geht es wieder um das ganz wichtige und aktuelle Thema Antikorruption bzw. Zero Tolerance. Hier hat das Projektkonsortium um die Insys GmbH und Vodafone D2 GmbH eine ganz schicke Geschichte gebaut. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Lerner wird vor dieses Modul quasi gesetzt und erlebt eine Geschichte. Er sieht, in einem fiktiven Unternehmen wurde ein Mitarbeiter verurteilt, weil dieser sich nicht konform verhalten hat. Welche Gründe das sind, warum der verurteilt wurde, wie es eigentlich dazu kam, das ergründet der Lerner im Laufe der Geschichte. Und man ist, wenn man davor sitzt und das durcharbeitet, sofort in dieser Geschichte drin. Es ist so ein bisschen wie Comics lesen, nur mit einem sehr zielführenden und sehr ernsten Inhalt. Das ist eine großartige Sache. Und dafür gab es dann auch den E-Learning Award. Ich bitte jetzt auf die Bühne von der Vodafone D2 GmbH die Frau Petra Dahmen und von der Insys GmbH den Geschäftsführer Berthold Helmes. Guten Tag, Frau Dahmen. Hallo, Herr Helmes. Ja, wir würden auch gerne mit Ihnen so ein Stück weit in das Projekt reinschauen, um auch gemeinsam ein Stück zu lernen, aber auch ein bisschen Überblick zu bekommen, was, warum, wie funktioniert und warum nicht. Vielleicht hier zunächst einmal die Frage auch nach der Lernzielgruppe. Wer ist genau adressiert worden? Wie groß ist die Gruppe, die letztendlich hier zu berücksichtigen war oder ist? Was ich vielleicht einleitend nochmal sagen darf, ist, die Überleitung fand ich so ein bisschen witzig, weil es mit Comic verglichen wurde. Uns kam es so ein bisschen vor, als wenn man in einen Tatort einsteigt. Also so den Lerner direkt zu fesseln und am Thema auszurichten. Generell war der Auslöser des Projektes, letztes Jahr wurde das Antikorruptionsgesetz in UK aktualisiert. Zum 1. Juli 2011 wurden Neueinführungen, Veränderungen eingeführt und da Vodafone Deutschland ein Tochterunternehmen eines britischen Konzerns ist, wurde an uns herangetragen, so ihr müsst das jetzt realisieren und dem Mitarbeiter nahebringen, besonders der höheren Führungsebene. Wo sind die Grenzen? Wie wird sich auszurichten? Wie muss man sich verhalten, wenn man in bestimmten Abteilungen arbeitet, im Einkauf zum Beispiel oder auch im Vertrieb? Und ja gut, dann haben wir versucht, das Thema aufzuarbeiten. Und da Insys ein schon bewährter Partner war, war das natürlich die Ansprache direkt und wir kamen gut voran. Ja, als Journalist muss man ja manchmal ein bisschen tapfer bleiben. Nochmal die Frage zu der Lernzielgruppe, nach der Größe der Lernzielgruppe. Vodafone Deutschland, wir müssen es Ländergesellschaften spezifisch machen, hat ungefähr 12.000 Mitarbeiter und die sind auch generell angesprochen, wobei verpflichtend es die höhere Führungsebene machen musste, um es den Mitarbeitern auch nahe zu bringen. Mhm. Ja, Sie haben ja einen Experten, den Sie damit beauftragt haben, mit dem Sie das ja auch gemeinsam durchführen. An der Stelle, Herr Helmes, die Frage, wenn ich jetzt mir diese Lerngruppe vorstelle, ich sehe das Thema, was dann bearbeitet werden muss und dann frage ich mich, wann macht das der Lerner? Macht man das dann, wenn man früher gesagt hat, nimm mal den Besen oder ist das strukturiert? Die Führungskräfte mit dem Besen, die sind eher schon selten geworden. Kennen Sie unseren Verlag nicht? Ja, okay. Herr Müller, ich spreche nachher mit Ihnen.
Nein, es ist mit deshalb die Form des E-Learning überhaupt gewählt worden, um es dem Anwender eben freizustellen, wann er es tatsächlich in seinen Arbeitsprozess diese Lernphase integrieren kann. Es ist auch absichtlich kurz gehalten. Es hat eine Bearbeitungsdauer von 30 bis 40 Minuten, dann aber mit einem Abschlusstest. Das heißt, er kann die Story entsprechend seinem Tempo und entsprechend seinem Bedarf langsamer oder gründlicher oder schneller bearbeiten, muss dann immer in diesen Abschlusstest rein. Ja. Es ist so gedacht, dass er es halt in seinen Arbeitstag integriert. Wir sagen meistens entweder gleich in der Früh oder dann am späteren Nachmittag. Tagsüber ist die Aktivität zu groß, um hier mit Ruhe und Bedacht zum Programm durchzuarbeiten. Ja, vielleicht doch nochmal über so ein Zen-Wesen nachdenken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Lernzielgruppe angucken, wir sehen jetzt halt, dass gerade ausschlaggebend war, dass es just in time ja auch funktioniert oder funktionieren soll, dass es verfügbar sein soll, dass man sich das frei einteilen kann. Bleibt ja ein Stück weit die Frage, wenn man dieses Ganze durchgeführt hat, wie hat man das Feedback, ob das genau passgenau dann für die Zielgruppe, hier ja überwiegend ja auch Führungskräfte, dann passgenau auch richtig war oder ob da vielleicht Veränderungsprozesse für die Zukunft notwendig sind. Wie ist so ein Prozess organisiert des Feedbacks? Also normalerweise laufen bei uns E-Learnings, ist eine beliebte Maßnahme, auf ESPEN auf der Plattform. Und da kann man nach erfolgten Tests auch Auswertungen vornehmen, die wir regelmäßig einmal im Monat uns Statistiken ziehen. Da kann man, das kann man auf persönlicher Ebene machen, das namentlich bekannt ist. Das muss dann mit betriebsratlicher Zustimmung erfolgen. Oder man kann es, dass man funktionell das auswertet. Das heißt, dass man Abteilungen abdeckt oder bestimmte Funktionen abgedeckt. Statistiken erhält. Und da haben wir dann meistens schon in der Weise jetzt hier bei diesem E-Learning war ja die höhere Führungsetage. Das wurde ein besonderes Commitment eingeholt und auch mit dem Gesamtbetriebsrat und auch nochmal kommuniziert auf verschiedenen Wegen durch Präsenzeinführungen im Rahmen von großen Meetings und auch nochmal Online-Kommunikation und auch nochmal, wir haben so eine Vodafone-Mitarbeiterzeitschrift, da wurde es auch nochmal reingesetzt, dass es schon vonnöten ist, das auch durchzuführen. Ja, und dann werden Feedback-Schleifen eingeholt und nochmal Feedback geholt und es ist sehr gut angekommen, weil es eben so kurzweilig war und mit so einem Flash-Effekt anfing, dass wir jetzt schon wissen, wir sind auf einem guten Weg und die Hälfte haben wir auch abgedeckt schon. Wir haben so ein gewisses Zeitfenster vorgegeben, wie schnell die Mitarbeiter das durchführen müssen und das schaffen wir auch gut. Das ist jetzt ein halbes Jahr online. Wir hatten ja von anderen Preisträgern heute auch schon gehört, dass gerade dieser Prozess der Abstimmung mit dem Betriebsrat natürlich ein ganz wesentlicher ist. Der partnerschaftliche Umgang, aber eben auch das gemeinsame Streiten für eine Nachhaltigkeit in der Weiterbildung sollte einen da umtreiben. Ist das ein leichter Prozess gewesen oder ist das schon durch vorige E-Learning-Maßnahmen bereits so synchronisiert, dass man relativ schnell darüber einkommt, über die datenschutzrechtlichen Fragen? Es ist schon mal thematisch abhängig. Es ist schon Synchronisierungsbedarf da, weil hier auch bestimmte Rechtselemente eingesetzt wurden und HR mit eingebunden werden musste. Aber der Betriebsrat ist immer online und auch im Vorfeld schon mit eingebunden. Also da kommen wir doch relativ gut zum Ziel. Ja, meine letzte Frage an Herrn Helmes. Wir hatten ja auch schon auf der Podiumsdiskussion die Themen halt auch angesprochen. Sehen Sie heute schon zunehmend so, dass in der Wirtschaft durch den Fachkräftemangel verstärkt einfach auch die Einbeziehung digitaler Medien, gerade für große Lerngruppen, sehr effizient uns da weiterhelfen können? Oder halten Sie das noch für ein Randthema, dass der Einsatz digitaler Medien in der Weiterbildung auch relevant vor dem Hintergrund des demografischen Wandels helfen kann? So. Wenn man gerade nochmal auf die letzte Frage auch zurückgeht, Abstimmung mit dem Betriebsrat und andere Prozesse, Vodafone setzt E-Learning seit 10, 15 Jahren ein. Es sind wirklich bewährte Prozesse eingeführt worden, die Schritt für Schritt eingehalten werden, unter anderem eben die Abstimmung und Gespräche mit dem Betriebsrat. Und so denke ich, dass Vodafone ist ein gutes Beispiel. Es gibt Produkttraining, es gibt Verhaltenstraining, es gibt Trainings im Bereich der Unternehmenssicherheit, der Arbeitssicherheit. So wird schon versucht, eben wesentliche Wissensbestandteile in Medien zu gießen, zu formen, sehr interaktiv, sodass auf die Weise eben die Weitergabe des Wissens sehr effizient erfolgen kann. Ja. Und dieser Ansatz, der bei Vodafone schon seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert wird, das denke ich, wird sich in weitere groß- und auch mittelständische Unternehmen hin verbreitern, dass es eben Wissensbausteine gibt, die quasi die wesentlichen Skills, die für das Unternehmen gebraucht werden, abdecken können.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Einen großen Applaus vielleicht nochmal für unsere letzten Preisträger.